Die Sendung Treffpunkt Kulinarisch wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Illing in Grottendorf und Aue für ein schöneres Zuhause. Von den Stadtwerken Aue, Energie mit Herz. Und von Sachsenküchen, mehr als nur eine Küche. Herzlich willkommen und Glück auf, heute wieder zur Sendung Treffpunkt Kulinarisch. Und ja, heute ist eine hübsche Frau an meiner Seite. Zur heutigen, ich habe schon gar nicht mehr gezählt, wie viele Sendungen, ich glaube, das ist die 84. oder 85. Sendung. Also, es macht wie immer riesen Spaß und du bist Heike. Und ja, ich denke mal, wo kommst du her? Willst du es mal ganz kurz sagen? Aus welcher Richtung, nur die Himmelsrichtung? Himmelsrichtung ist schwierig. Also ich komme oben vom Berg. Du kommst vom Berg? Ja. Und ich denke mal, vom Berg, wolltest du da nicht noch jemanden mitnehmen? Natürlich, ja. Ja, hier kommt er schon. Moment. Hallo. Hallo. Servus. Ich bin ganz kurz mal vorgeeilt. Mein Zwillingsbruder. Ja, wer bist du denn? Also ich bin der Weihnachtsmann von Stützengrün, der singende Weihnachtsmann. Und mein Bruder hat mich gebeten, dass ich mal vor allen, weil das ist immer so spät, ne? Ja. Und das ist ein Morgenzeichen. Also jetzt weiß ich auch, deshalb kommst du vom Berg. Stützengrün ist ja quasi der Kuhberg sozusagen. Ja, da ist ein Kuhberg. Ne? Ja. So, und da wurde ich gebeten, herzukommen, kurz Bescheid zu sagen, dass mein Zwillingsbruder dann gleich da ist. Also der braucht nur seine Zeit, ne? Und ich, wie gesagt, ich bin ja beim Weihnachtsland Stützengrün. Und da habe ich das ganze Jahr über zu tun. Sitzt an meinem Büro, Weihnachten, wisst ihr ja, kommen die vielen Kinder. Ach, hallo, schöne Frau. Na, hallo, mein Weihnachtsmann. Schön, dass du da bist. Mit ihr mache ich auch sowas Weihnachten, ne? Aber das hättest du mir echt mal sagen können, dass du jetzt hier den Weihnachtsmann mitbringen willst. Vorher hast du so ein Geheimnis draus gemacht. Ja, ich kann ja nicht alles verraten, ne? Aber dich habe ich doch auch schon gesehen. Mich? Naja, kann sein, dass ich vielleicht irgendwann mal als kleiner Nikolaus verkleidet bei dir vielleicht mal in deiner Werkstatt war. Meine Lieben, ich mach wieder los, weil ich noch zu tun habe. Ja. Mein Bruder müsste dann gleich da sein. Und wir fangen schon mal an. Wir fangen schon mal an, was, ja, ja. Okay. Was zu machen. Dich sehe ich zu Weihnachten? Wir sehen uns. Mein Lieber. Ne? Und falls du mal jemanden brauchst, der vielleicht bei deinem Spielzeug irgendwo eine Schraube wieder reindreht, bin ich gern bereit. Super. Und ich komme dann als Christkind. Komm her. So, ich komme dann als Christkind. Ja. Und hängt mir was auf? Ja, wir heben was auf. Was gibt's denn eigentlich? Also kochen werden wir heute einen Schweinegulasch mit Spätzle. Und im Dessert machen wir ein bisschen was Verrücktes. Da machen wir einen Erdbeersmoothie mit ein paar mit Haferkeksen und Joghurt. Und ich denke mal, das passt dann so ein bisschen in die Jahreszeit. Aber ich denke mal, das werde ich auch mit ihr. Und mein Bruder darf da mitessen? Ja, aber nur essen? Ja. Also wenn ich das sehe, wer isst dann noch mit? Ja, das machen wir unter uns auch. Ja, also mein Lieber, macht's gut. Tschüss, ich muss weiter. Tschüss, mach's gut. Bis gleich. Ciao, tschüss. Okay. Ja. Schöne Sache, ne? An der Stelle. Also das hättest du mir wirklich sagen können, ja. Dass bei dir der Weihnachtsmann hier vor der Tür steht sozusagen. Ja, aber ich glaube, es war doch auch eine schöne Überraschung jetzt mal so, mitten im Sommer. Stopp! Bin da! Ey! Bin da, hallo! Das ging jetzt so schnell. Das tut mir leid, meine Lieben. Ich bin etwas zu spät, aber nicht allzu spät. Dein Zwillingsbruder hat schon... Was, der war schon dich da? Der hat dich entschuldigt. Aber ja. Der hat ja auch Zeit. Ja. Der arbeitet ja zur Zeit nicht. Aber ich arbeite ja. Der hat ja nur in der Weihnachtszeit zu tun. Ach, es war schön, dass er da war, mein Zwillingsbruder. Ja, das ist okay. War eine gute Überraschung. Super. Sie hat ja ein großes Schweigen draus gemacht. Aber jetzt bin ich im Bild. Darf ich erstmal meine Liebe? Ja, klar. Mein lieber Heike, ich grüße dich. Hallo, hallo. Herzlich, lass dich mal ganz kurz drücken. Tut mir leid. Also, hier, ne? Aber ich bin meistens immer pünktlich, das weißt du, ne? Ja, meistens. Okay. Lieber. Benjamin heißt er, ne? Das bin ich. Super. Aber du musst mir jetzt sagen, wer bist du? Ich bin der Udo
Aber vorhin, also vorhin das Wort quasi... Das war der Uwe. Der Uwe. Das war der Uwe. Uwe und der Udo. Und der Udo. Das habe ich immer durcheinander. Also gut, meine Eltern, die hatten also keine anderen Namen sich einfallen lassen. Also Uwe und Udo. Ne? Also ich bin der Udo. Ich komme eigentlich von der Elbe aus der sächsischen Schweiz. Und habe seit 6 Wochen bin ich jetzt hier in Kradorf, sagte man hier, nicht? Krandorf. Krandorf. Ne? Und dann habe ich immer die Probleme mit der Sprache. Weil wir sprechen ja ein sächsisches Hochdeutsch an der Elbe, ne? Ja, ja. Und die kenn ich. Und die habe ich. Nunu. Und die habe ich die Probleme. Besonders wenn ich dann nach 2 da hinten reingehe, ne? Und da verstehe ich nichts mehr. Da muss ich immer sagen, hä? Ne, also ihr sagt ja, wie bitte? Wir sagen, hä? Ne? Und da habe ich natürlich eins gefragt. Ich habe ja dort im Chor gesungen, im Bergsteigerchor. Ja. Und ich wollte ja bei der Musik bleiben. Und da mein Bruder, der Uwe, der ist ja nur durch den Herrn Schweiger da ins Weihnachtsamt gekommen. Was ist denn das hier? Suppe. Also die selber Brühe. Also brauchen wir gleich. Hast du die selber gemacht? Die haben wir selber gemacht. Okay, das finde ich klasse. Also im Spitzenkoch macht das immer selber noch. Ja, aus der Lameng. Ich wusste es. Und da ist es halt so, mein Bruder ist ja schon eher hier, der ist schon Vorsteher hier. Und dann hat er gesagt, ich brauche dich hier, weil wir machen ein bisschen Veranstaltung. Ja. Wir machen Musik. Und da habe ich, ein riesengroßer, glücklicher Zufall, habe ich hier meine Heike kennengelernt. Schönes Kleid hast du an. Musst du mich anziehen, ja. Und die Heike ist ja eine wunderbare Sängerin. Und dazu kommt noch ein weiteres Glück, habe ich die Erzgebirgsmusikanten kennengelernt. Ja. Und ich wollte schon immer mal mit der Blasmusik singen. Und da wir zwei jetzt uns so zusammengetan haben und auch schon mal in der voriges Jahr im Weihnachten gesungen haben, ne, unten, ja, Gästehaus und so, ne? So. Ja. Da haben wir gesagt, wir zwei, wir machen mal ein bisschen was. Wir versuchen es mal. Jawohl. Ja, jetzt müsst ihr aber eine Kostprobe machen. Da gibt es ja so ein Lied hier, warte mal. Also ein Berglied kann man nicht singen, so ein Bergsteigerlied, das singen wir in der Sächsischen Schweiz. Aber da gibt es doch so eine 2. Hymne hier, ne? Ja, auf jeden Fall. Das geht auch mit unserem Gruß dann los, ne? Meine Mutter hat das immer gesungen, weil die auch im Bergbau tätig war. Ja. Da ging das so, warte, darf ich mal? Ja, fang an. Glück auf, Glück auf. Glück auf, der Steiger kommt, er hat sein helles Licht bei der Nacht, er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet, schon hat's angezündet. Es gibt ein Schein, und damit so fahren wir beide nach, und damit so fahren wir beide nach, ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein. Okay. Schön, oder? Habe ich seit 3 Wochen super, Lied, ne? Genau. Hast du das geübt? Habe ich geübt. Und du hast ihm eingebläut und Ende. Ja, und dann bin ich natürlich jetzt hierher gekommen und habe gesagt, nö, machst mal was anderes. Mach mal Musik. Ein bisschen mit hier. Bin ja auch wesentlich älter. Darf ich auch was machen? Du darfst. Du kannst jetzt gleich, ich habe das hier heiß gemacht. Kannst das Öl ich darf das Öl, was ist denn das genau, für? Genau, aber nicht alles, ganz normales Pflanzenöl. Okay, alles? Nee, nicht alles. Einfach okay. Nur das bedecktes, ne? Genau. Okay. Läuft der auseinander, oder? Je. Das reicht schon. Das reicht schon, okay. So, und du machst jetzt hier den Gulasch? Das genau. Ist das ja schön mager. Dann haben wir einen schönen Schweinenacken. Ja, sag mal. Und wenn das dann fertig ist? Kann man da mal kurz? Nee, du nicht. Dazu. Ich nicht? Nee. Weil man haben wir vorher ausgemacht. Ach so? Nee. Mit deinem Bruder? Ach so? Mhm. Ach so, der isst mir alles weg. Also wenn wir zwei am Tisch sitzen, also weißt du eigentlich, dass wir, wenn wir zwei am Tisch sitzen, einen besonderen Tisch haben? Das glaube ich. Wurde ein Tischler gemacht. Der sitzt drüben, ich sitze drüben und jetzt wurde das ausgesägt. Ja. Dann können wir immer mit dem Bauch richtig reinrutschen, verstehst du? Und dann sitzen wir gerade am Tisch. Früher hat unser Mutter gesagt, setzt mal gerade. Ne? Wir könnten ja nicht gerade setzen. Wir müssten uns ja mal voll vorbeugen wegen Kleckern. Ne, und da habe ich mir gedacht, ne, ziehst mal ins Erzgebirge, weil das Erzgebirge ja schön ist.
Ja. Also man muss ja aufklären, nochmal vom... Also das du bist jetzt im Weihnachtsland in Stützengrün. Mit deinem Bruder. Mit deinem Bruder. Ja, aber dort, ich mache die Veranstaltung und der betreut die Kinder und die älteren Leute. Genau, also das heißt, du trittst dort als Weihnachtsmann auf. Na, als Hilfe zum Weihnachtsmann. Also Hilfe. Mein Bruder macht das, ne? Also Bruder tritt als Weihnachtsmann auf und du bist Gehilfe und man kann euch auch in dem Sinne buchen, ja, sozusagen. Ja. So, man kann uns buchen. Ja. Ja, als du, Heike und Udo. Ja. Na? So dass man, also man kann mit euch Veranstaltungen durchführen. Das ist jetzt quasi das, womit ihr euer tägliches Brot verdient. Ne? Ja. Ja, da haben wir natürlich unsere Blasmusiker dabei. Ne? Ja, guck nicht zu weit das, rein. Das riecht schon nicht schlecht. Da musst du weinen hier, da sind auch die Zwiebeln. Auch jetzt, wenn das, was ist denn das? Das ist jetzt Rotwein. Okay. Aber das muss erst richtig schön Farbe nehmen. Farbe nehmen heißt, also es muss grau sein. Nee, guck mal da. Goldgelb angebraten. Also ah, so, okay. Das ist schön anröstet. Hey, was sind das für Pfannen? Das sind ganz normale. Das ist egal, was du jetzt am Ende nimmst. Du musst das nehmen, womit du zurechtkommst. Weil ich koche. Kochst du selber? Ich koche zu Hause auch selber. Aber. Und wenn ich dann zum Beispiel Rouladen mache, ne? Ja. Dann mache ich mir immer drei Zähne am Stück, dass ich dann, wenn ich abends fertig bin, drei Reihe verdrücken kann. Und das ist natürlich was Feines. Und Kochen ist natürlich was Geniales. Was gibt es denn zum Gulasch dazu? Dann machen wir Spätzle. Das mache ich jetzt. Ja? Mhm. Dann haben wir hier Mehl. Da kommt Ei dazu. Schale. Eischale vor allem. Eischale. Gibt Kraft in die Knochen. Pass auf, dann kannst du schon mal hier eine Prise Muskat mit dran machen. Ja. Okay. Die Prise ist ja immer das, was zwischen Daumen und Zeigefinger ist. Genau. So, einfach so. Aber große Daumen. Das ist egal. Okay. Passt. Okay. Ich sag schon Stopp. Okay. Muskat ist ja ein wunderbarer Geschmacksträger. Darf ich nochmal? Ja, nochmal. Okay. Das selbst kriegen wir, ne? Das selbst zum Malen. Also, okay. So, Salz. Prise. Hey, das habe ich noch nie gemacht. Das jetzt machst du noch dreimal. Okay, dreimal, dreimal, viermal, reicht. Reicht. So. Das reicht wirklich? Das reicht erstmal. Und für wie viele Personen ist das? Das reicht, also, sag mal, das kommt schon für fünf hin. Wenn ich das selber mache, ne? Ich halte es mal in die Kamera. Haben wir jetzt eine Kuhle gemacht. Und jetzt tun wir das vermengen. Ein mit dem Mehl. Mhm. Kommt da noch was rein? Butter. Mineralwasser. Mineralwasser? Weil das wird dann so ein bisschen flockig, lüftig. Nee, man muss es normalerweise tust du das schlagen, bis das Blasen schlägt. Ja? Mhm. Wie kann man euch denn jetzt zum Beispiel im Weihnachtsland auch erleben? Wie, wann und was macht ihr dort richtig? Also einfach, dass man. Also wo liegt der Anreiz? Zu uns zu kommen. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das Weihnachtsland in Stützengrün ist ja mehr ein Märchenland. Und der Inhaber, der Kai Schweiger, ja, hat das ja wirklich wunderbar nach vorne gebracht. Der hat da hinten dran noch eine kleine wunderbare Gastronomie. Aber er hat auch einen guten Koch, ne? Ja. Also das ist ein Moment, Köchin. 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 Und der andere, okay, der hilft ihr. Also eine gute Köchin. Ne? Und dort sind natürlich viele Familienfeiern mittlerweile oben und dann haben wir auch Firmenfeiern. Dieses Jahr ist es so, dass wir so bekannt geworden sind, dass viele Hotels, viele Gastgeber auch uns haben wollen. Und wir haben ja viele Reiseunternehmen mittlerweile. Ja. Und die Reiseunternehmen, die wollen ja Musik und Kulinarisches haben. Und das geht über das ganze Jahr, aber auch besonders zu Weihnachten. Und da fahren wir halt, die landen halt mit ihrem Reisebus an im Weihnachtsland Stützengrün. Dort betreuen wir sie. Und dann, wenn es zwei Busse oder mehrere sind, dann ist halt Heike übernimmt den Bus, ich übernehme den Bus. Und, oder ein, zwei Leute von den Erzgebirgsmusikanten, weil die sich ja hier auskennen. Ich muss es ja noch lernen. Und dann fahren wir die auf Pyramidentour zum Beispiel. Wo fährst du dich sonst? Und das ist wohl wahr. Und dann singen wir gemeinsam.
und landen dann an, so Mittagszeit dann in unseren Partnerhäusern. Mhm. Dann gibt es schönes Mittagessen für die Leute. Neunerla zum Beispiel oder sowas, ne? Habe ich gelernt? Neinerla. Also wir müssen noch ein bisschen üben, Udo. Das ist schwierig. Und dann gibt es halt zwischen Mittagessen und zwischen Kaffee trinken dann eine Veranstaltung, eine wunderschöne Veranstaltung. Und da habe ich auch, und das kann ich, also bin ich ganz stolz drauf, also wir hatten eine wunderbare Veranstaltung gehabt auf dem Auersberg. Und da war unser Wilfried Liem, der Kleine von den Wildigen Herzenbuben, mit dabei. Ja. Und man hat es ihn angesehen, er hat abgenommen. Und das, was er abgenommen hat, habe ich zugenommen. Also passt wieder die Relation. Und ich vertrete dann den Wolfgang Schwalm würdig, weil er auch größer als wie der Wilfried ist. Und auch ein bisschen Bauch hat. Ne? Und da haben wir wunderschöne Musik gemacht. Und er hat sogar drei Titel mit unseren Erzgebirgsmusikanten mitgesungen. Er hat das Steigerlied mitgesungen. Bis bald, auf Wiedersehen. Und das will ich jetzt gar nicht mehr. Aber jedenfalls hat er drei Titel mitgesungen. Ja. Ich habe mit ihm gesungen Das Herzlein, Hallo Frau Nachbarin, Zwei Kerle wie wir. Und dann hat er dann Freddie Mercury gemacht. Kannst du das aus dem FF? Die Lieder, also die Titel vom Text her, alles so? Also die er mir gegeben hat? Ja, also ich versuch's mal. Herzlein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schuld war doch nur der Wein. Spatzelein, ich werde dir noch einmal verzeihen. Die Hauptsache ist, du kommst heim. So kann nur ein Engel sein. Genau so, ne? Da geht's noch weiter. Da ist schon der Bahnhof und die Seite Wirtshaus. Wir gehen noch einmal rein. Ich glaube, ich könnte Nadelhäusl vertragen. Agi, ich lass es sein. Genau. Alles bewegt sich, der Kirchturm dreht sich. Das hat der Wein gemacht. Ich weiß, du wartest. Schon seit Stunde. Ja. Und liegst bestimmt. Das ist aber, wenn sie wach liegt, ist das was. Nichts ist schöner, wenn eine Frau, wenn man nach Hause kommt, wach liegt und nicht schläft. Denn wenn man sie wecken muss, dann hast du eine. Dann kommt der Hammer. Nimm dein Kissen, ab in die Stube. Nee, also das ist immer schön, dann, wenn man dann so abends nach Hause kommt, und das, gerade das Herzlein, das wurde ja früher so ein bisschen frauenfeindlich verpönt, weil der Mann immer in die Gaststätte geht und seinen Wein trinkt. Übrigens, darf ich bitte mal einen Schluck Wasser bitte haben? Dankeschön. Ich habe mich schon ganz trocken. Ein Weisen. Ja. Und dann, wenn wir in den Garten sitzen, auf unserem Bankel von Häusl. Ich sitze wieder auf mein Bankel. Da schaut sie und winkt mir zu. Ne? Kommt drauf an, wie ich winke. Ein wunderschöner Abschluss. Ich würde sagen, wir machen jetzt eins. Wir verabschieden uns in die Werbepause. Und danach haben wir noch zwei, drei kleine Überraschungen, auch von deiner Seite her. Jawohl. Verraten wir noch nicht. Wir lassen unseren schönen, das ist unseren lecker. Schönen Gulasch ein bisschen köcheln. Das riecht schon so gut. Und werden uns gleich wiedersehen. Hm. Sie möchten auch mal raus aus der Küche? Dann machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und gewinnen Sie Karten für den FC Erzgebirge Aue, den EHV Aue oder für Veranstaltungen im Kulturhaus Aue. Beantworten Sie einfach die eingeblendete Frage und schicken die richtige Antwort per Post an Kabeljournal GmbH, August Bebelstraße 86 in 08344 Grünhain Bayerfeld oder per E-Mail an treffpunkt-kulinarisch@kabeljournal.de. Viel Glück! Sie suchen Qualitätsmöbel zu fairen Preisen? Ob klassisch oder modern, wir bieten Ihnen beides. Besuchen Sie uns in unseren Möbelhäusern Illing in Krottendorf und Aue. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an aktuellen Modellen. Ob Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad oder Küche, lassen Sie sich einfach beraten. In unserem Musterhausküchenfachgeschäft planen wir auch Ihre Traumküche. Ganz individuell nach Ihren Vorstellungen. Möbelhaus Illing. Für ein schöneres Zuhause. Bis in die Stadt.
was habe ich jetzt wieder getan? Du hast keinen Fallschirmstrom. Mit dem Fußballgott im Bunde, dann Veilchenstrom der Stadtwerke Aue. So, da sind wir wieder nach der Pause und jetzt haben wir was ganz Besonderes mitgebracht. Das sieht man quasi schon an deinem Aufzug sozusagen, an deinem neuen, und dann musst du uns jetzt mal ganz schnell aufklären, was die Besonderheit ist. Ja, also ihr habt jetzt hoheitlichen Besuch. Ich bin seit voriges Jahr Oktober die 8. lautere Vogelbeerprinzessin, vom Volk gewählt zum Vogelbergfest haben wir in Lauter immer eine jetzt Prinzessin und eine Königin gewählt. Und ja, dieses Jahr werde ich dann automatisch von der Prinzessin zur Königin gekrönt. Hast das du ja einen Fang gelandet, oder? Ja. Mein lieber Benjamin, ich muss das ganz ehrlich sagen, eine Vogelbergkönigin zu bekommen als Gesangspartnerin, und die auch wirklich auch noch, und die auch noch wunderbar, traumhaft gut singen kann. Und ich habe das gestern gerade bei der Probe erlebt, wie sie das Erzgebirgig so richtig genial singen kann. Also da muss ich ja wirklich noch viel, viel lernen, dass ich wenigstens ein paar Wörter so richtig rausbringe. Ne? Du musst noch in die Sprachschule. Stell dir mal vor, wenn ich jetzt den Vogelbeerbaum singen würde, dann wir haben den ja immer an der Elbe gesungen, kein schöner Baum gibt es, eine Vogel. Das tut mir weh. Da hat sie gesagt, nee, so machen wir das. Nee. Es gibt ein schöneres. Es gibt ein schöneres Lied. Ne? Und das geht dann so. Und Erzgebirg ist schön, was nicht kennt, gehen wir mal hin. Und die Luft ist frisch und rar, und gesund ist die Feier. Stehst der Hoffe bei Kuchtrum und besiehst das Land von Bum, suchst du was ins Ausland geht und der Erzgebirg ist schief. Super. Das musst du dann noch bringen, ne? Schön gemacht. Genau. Das müssen wir ihm jetzt noch beibringen. Ja. Okay, dann. Und unser Erzgebirg ist schön. Naja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, also das Erzgebirge ist wirklich ein schönes Land. Ich bin in Pirna geboren, habe dann 17 Jahre lang Entwicklungshilfe geleistet in den Alpenbundesländern, habe dort meine Malerfirma aufgebaut, meinen Meister gemacht, ne, in Wiesbaden, und bin dann irgendwo, weil die Heimat doch gerufen hat, zurückgekommen, weil meine Mutter ja noch in Pirna ist, meine Geschwister sind alle noch in der Gegend. Ne? So, und da habe ich mir gedacht, kommst du nach Pirna zurück? Und da bin ich ja damals in den Bergsteigerchor eingegangen, wegen der Musik. Ja, und weil das Erzgebirge, die Heike hat mir letztens gezeigt, wo wir nach Oberwiesenthal gefahren sind, Rittersgrün. Ja. Und, also, hey, das ist so ein traumhaft schönes Fleckel Erde, wenn du so die Häuser so an den Hängen kleben siehst. Ich mache schon mal ein bisschen was. Ich habe das vorhin ja schon gesehen, wenn dann in den Fenstern, dann gerade in der Vorweihnachtszeit, die Schwibbögen drinstehen, und das lieben ja viele, viele Menschen, und das macht das Erzgebirge wirklich schön. Ja, und das ist ein richtiger Weihnachtsberg. Das ist wirklich schön. Und da habe ich mir gesagt, du... Hier musst du her. Also hast du wirklich dufte Kumpels, gute, liebe Frauen. Gutes Essen. Na Spätzle. Klar. Aha. So, guck mal, so macht man das. Okay. Machen wir jetzt hier drauf. Okay. Und dann Millimeterarbeit, also wie beim beim Spachteln. Okay. So. Hast du die Champignons mit reingetan? Ja. Da haben wir jetzt Butter dran, Salz, okay, angeschwitzt.
dann also in Pflanzenöl angebraten, Butter dazu, Salz, Pfeffer. Das lassen wir jetzt, also das sind jetzt schön angeschwitzt, dann machen wir ein bisschen Schnittlauch dazu, das passt. Den Gulasch haben wir jetzt abgebunden. Dort könntest du mal bitte noch den Schmand einrühren. Den ganzen Schmand? Ja. Okay. Du musst auch mal was tun hier, du kannst nicht bloß kosten. Okay. Junge Frau, dürfte ich bitte mal, ich bin etwas größer. Er hat eine große Hand. Ich erkläre mal kurz den Smoothie, den wir machen. Also du tust die Erdbeeren putzen, halbieren, dann mit dort rein. Genau. Dann kommt Orangensaft, Zucker und Eis dazu. Und das Ganze wird dann einfach grob gemixt. Das kann auch ruhig ein bisschen Struktur haben. Ne? Das muss nicht ganz so fein sein. Okay, kriegen wir hin. So. Hey, ich kann rühren. Guck, du kannst auch eins machen. Rechtsrum rühren. Ja, links rüber. Bitte rechts rum. Ich nehme das aber mit vor, ne? Gibt es da eigentlich einen Unterschied, Benjamin, ob man rechts rum rührt oder links rum? Rechts wird sauer, links wird süß. Das ist wurscht. Okay. Ich sehe gerade, da sind auch die Zwiebeln nicht ganz so. Die sind schön. Die sind so. Die sind glasig, ne? Ja, die genau, so muss es sein. So muss es sein. Die habe ich auch geschnitten, so. Meinst du, das liegt am Schneiden? Natürlich. Genau, bei der Erdbeeren sind. So, Benjamin, reicht das jetzt so von dir? Das reicht, das okay. Passt. Genau, dann gebe ich dir jetzt noch ne, das Eis raus. So. Ich brauche jetzt nur noch ein Brettel, da gehe ich mit der Pfanne um die Ecke. Okay, danke schön. Lecker. Das passt, genau. So. Jetzt muss ich das bloß noch aufkriegen. Stellstelle. Also vom Prinzip her bist du ein gelernter Maler. Ich bin gelernter Malermeister. Gelernter Malermeister? Das war auch so eine schöne Geschichte. Wir hatten in Gießen unsere Prüfung gehabt und da waren wir drei Ossis. Einer aus Berlin, einer aus Cottbus und einer aus Pirna. Und da damals, das war 1994, der Kirchenmalermeister, der uns für die praktische Prüfung vorbereitet hat, hat er gesagt, ich bin gottfroh, dass ich drei Ossis hier habe. Denn ihr habt noch die alten Maltechniken gelernt, die alte Leimfarbe anrühren, wie man das alles mit Kalk macht und alles. Und wir haben richtig noch in damals in DDR-Zeiten richtig Lehre gehabt. Ja. Und viele Lehrlinge und viele, gerade in den alten Bundesländern, die werden auf die Schule geschickt. Dann müssen die auf die Baustelle, die müssen die Putzsäcke schleppen, gerade wie in Hessen, da sind ja die Maler auch die Putzer. Und dann, wenn es zur Prüfung geht, dann werden die ganz kurz in die Werkstatt reingeholt, dann kriegen die in die Wand hingestellt, dann müssen sie ein bisschen tapezieren und dann fallen die auch meistens durch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also unsere Lehre damals, die war wirklich genial gewesen und die möchte ich nicht missen. Ja, und das mit dem Beruf als Malermeister in den alten Bundesländern war super. Es hat mich bereichert. Kann ich habe dann auch abends Schule noch meinen Betriebswirt des Handwerks noch mit durchgezogen. Und ja, aber jetzt passt es ja nicht mehr, weil wenn ich jetzt auf die Baustelle gehen würde und die Gerüste hochklettern müsste, käme ich nicht mehr durch die Luke durch. Und das ist mir passiert, da habe ich einen Mitarbeiter mal oben das Holz gesimst, kontrolliert, ob er ordentlich gestrichen hat. Und da hat der gute Mann die Luke offen gelassen. Ich bin mit dem Dimmel langgelaufen. Die Fassade war frisch gestrichen. Ne? Es war zum Abrüsten bereit gewesen, das Haus. Ne? Einfamilienhaus. Ich bin langgelaufen, habe geguckt. Auf einmal war das Loch. Bin ich das Loch reinmarschiert. War natürlich die Fassade wieder versagt gewesen. Ne? Und das hat man halt mit Mitarbeitern nur so. Aber ich möchte es nicht missen. Ich bin dankbar dafür, dass ich das machen konnte. Ich habe in Bad Homburg begonnen beim Obermeister. Ich durfte in den reichsten Gegenden arbeiten, im Hartwald und auf der Tannenwaldallee. Also das war wirklich eine Bereicherung und man hat auch viel gelernt. Aber heute, wie gesagt, haben wir uns zur Musik verschrieben. Ist das gut? Und das sieht schön aus. Das sieht super aus, genau. Das sieht Rosé aus. Schön durchrühren, genau. Das machen wir dann hier rein. Dann kommt noch der Joghurt oben drauf und die Haferkekse. Und wir können nämlich schon nebenher anfangen mit... Mit Anrichten? Anrichten. Okay. So. Wie lange bleibt... Oh, Entschuldigung, mein Schatz. Wie lange bleiben die Köste drin? Die sind jetzt schon fertig. Okay. Na, das geht relativ fix, wenn man die so dünn macht. Gut? Ja, gut. Ich würde sagen, passt. Okay. So. Da kannst du schon mal den... Ja. Ein Gulasch machst du was hier einfach in der Mitte. Okay. In der Mitte vom Teller. Ich habe das immer so im Fernsehen gesehen. Da machen die immer so einen Streifen vom. Das machen wir dann mit den. Okay. Mit den, darf ich nicht fragen, für wen jetzt der Teller ist?
Für die Zuschauer. Für damit dich. Sie sich Appetit holen können. Dann reicht, was dann reicht ein Stück Fleisch. Für dich ist der. Das ist ich, genau, ich bekomme einen größeren Teller. Ja, und dann kannst du hier die, okay, die Chambis so schön außen rumlegen und dann machen wir ganz zum Schluss die Spätzle. Okay. So, den Joghurt habe ich jetzt auch hier drin. Genau. Kann ich bitte, du machst du noch eine schöne Erdbeere halbieren, ja, und an den Rand stecken. Okay. Gib mal wieder mal einen Löffel. Dankeschön. Bitte sehr. Und dann tust du einfach hier so einen Keks ganz grob bröseln. Ja, und drüber. Und oben drauf. Okay. Oben drauf ein schönes Stückchen. Mmh, die Champignons riechen gut. Ich gehe ja so gerne in die Pilze. Ich bin ja ein Pilzfan. Du, da bist du hier ich in der auch. Region auch richtig gut beraten, ne? Also das ist, also ich so, bin dann früh immer raus in die Pilze und es ist immer schön. Gut, das Putzen, das ist eine andere Sache, aber und jetzt, was kommt die Spätzle drauf? Ich warte mal, das nehme ich weg. Ja, okay. Ja. So, also, und zum goldenen Abschluss, wie kann man euch erreichen? Wo findet man euch? Wo trifft man euch an? Wenn jetzt jemand zum Beispiel mit euch Kontakt aufnehmen will und sagen will, oh, das hätte ich jetzt gern. Also uns trifft man an, auf alle Fälle, auch im Weihnachtsland Stützengrün. Ja. Dort sitze ich ständig fast, wenn ich nicht außerhalb bin, bei unseren Gastgebern. Ja. Ja, meine liebe Heike, die trifft man in Lauter-Bernsbach an. Ja. Da ist sie zu Hause, hat ein wunderschönes Zuhause, hat einen wunderschönen Dieter da. Der Dieter ist ein traumhafter Mann. Ne? Mhm. Und da trifft man die Heike an in Bernsbach Lauter, aber viel geht über das Weihnachtsland Stützengrün. Und wo wir dann später mal unser, sagen wir mal, kleines Domizil aufschlagen, das müssen wir noch gucken. Auf alle Fälle auch über die Erzgebirgsmusikanten, über den Herrn Strobelt in Sosa. Mhm. Und ja, und es geht demnächst, wie gesagt, mit allen auf Tour, auch in die Sächsische Schweiz. Denn dort gibt es keine Blasmusikorchester, außer ein Jugendblasorchester, aber keins, was irgendwo gerade bei Urlaubern, bei Feiern auch die schöne Musik rumbringt. Ne? Und da sind wir ganz gut angebunden. Da fahren wir demnächst hin, bis nach Eupin und mal sehen, wo es dann noch hingeht. Aha. Also das seid ihr ja quasi wirklich richtig straff unterwegs. Macht ihr das alles zusammen? Größtenteils. Größtenteils machen wir alles zusammen. Manchmal hat sie einen kleinen Auftritt, manchmal habe ich einen kleinen Auftritt. Aber größtenteils zusammen, weil, wie gesagt, gemeinsam ist es farbenprächtig. Farbenfroh, genau. Ja. Weil sie hat ihre Richtung, ich habe meine Richtung. Wir haben gemeinsam unsere Richtung. Mit den Erzgebirgsmusikanten passt, weil die Jungs, die können am Wochenende. Ne, das ist wirklich was ganz Tolles. Aber es ist wirklich genauso schön, wenn man dann die Leute so hat, ne? Wenn die dann sich freuen, wenn die, gerade auch wieder in der Vorweihnachtszeit sieht man das, wenn die Seniorinnen und so, wenn man denen, wie gesagt, ein bisschen Heimlichkeit reinbringt durch die Musik, das ist genial, das ist wirklich klasse. Und die Kinder natürlich. Sie wird auch im Weihnachten, dieses Jahr Weihnachten, mein Christkind an meiner Seite und mein Bruder macht da mit. Ne? So. Und ja, und hier sagt man ja, Rubosch. Rubricht. Genau. Dann sagt man nur Rubosch im Osterzgebirge. Ja. Und 30 Kilometer weiter sagt man Weihnachtsmann in der Sächsischen Schweiz. Das wäre ja sonst langweilig, oder? Sehr langweilig. Mein lieber Benjamin, ich freue mich schon. Ich wollte ihn gerade ablenken, das macht man ja nicht. Wir möchten uns bei dir bedanken. Ich freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte. Das ist eine große Bereicherung. Und wir freuen uns, wenn wir uns irgendwann mal vielleicht auch bei dir zu Hause mal wiedersehen, wenn wir mal gemeinsam singen können, wenn wir gemeinsam was machen können. Weißt du, was du machen kannst? Ich hab zwei herrliche Kinder. Du kannst gerne den Weihnachtsmann. Bescherung, du machst die Bescherung. Ja, ne? Das wäre mal richtig das geil. Du, da komme ich zu dir. Glaubst du es? Jedes Kind. Egal, ob es vorher weint oder irgendwo ein bisschen Spundes hat. Aber jedes Kind kommt dann zum Weihnachtsmann. Wenn der Weihnachtsmann das Kind auf den Arm nimmt und wir reden, dann wundern sich die Eltern und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber es kommt immer darauf an, wie man mit den Menschen umgeht. Und in der heutigen schwierigen, stressigen Zeit muss man sich so etwas bewahren. Und so ein Weihnachtsland, wie es in Stützengrün ist, das ist sowas zum Abschalten. Aber wie gesagt, auch übers Jahr, wir beide
Wir wollen vielen Menschen Glück bringen, ein bisschen Freude Musik, bringen. Freude bringen. Fürs Herz was. Herzl was machen. Was fürs Herz machen, das, genau. So, ja. Und dich so. Besuche ich mit meinem Lieber, das mache ich sehr gerne. Also an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Uns auch. Ich hoffe, ja. Euch auch. Ja, danke. Uns auch. Und ja, ich denke mal, wir haben genügend jetzt aufgeklärt. Die Leute müssen wir jetzt nur noch in Bewegung setzen. Kommt ins Weihnachtsland, schaut sie euch an auf euren Veranstaltungen. Ich denke mal, das ist eine super Sache. An der Stelle wollen wir uns dann verabschieden. Wir bedanken uns. Ja. Tschüss. Ja. Macht's gut. Tschüss. 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 Glück auf. Ja, Glück auf. Glück, ja. Auf, Glück auf. Ja, danke. Tschüss. Sendung Treffpunkt Kulinarisch wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Illing in Grottendorf und Aue für ein schöneres Zuhause. Von den Stadtwerken Aue, Energie mit Herz. Und von Sachsenküchen, mehr als nur eine Küche.